Was geht ab, Leute? Sehen ist wieder da mit einer neuen Folge Let's Play Alien Nation. Der glaubt. Die Produktion des roten Quecksilbers in der unterirdischen Forschungseinrichtung in Pripyat geht weiter. Die einzige verbleibende Möglichkeit ist, dort einzudringen und sie zu zerstören. Die Einrichtung ist schwer befestigt. Unsere einzige Chance ist, die Systeme der Zugangstür zu reaktivieren. Oh, ich bin der Erste, der die Mission macht jetzt gerade irgendwie. Das ist Invasion. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Ja. Anfänger. Production of Red Mercury continues at the underground research facility. Ja, das haben wir jetzt erstmal auf uns alleine gestellt. The only course of action is to get inside and destroy it. The facility is heavily fortified, so we have no alternative but to bring the access door systems back online. Small problem, Captain. The generators powering the base door you need to open run on red mercury. Given you just fluid, boah, sehen die geil aus. So, die Xenos Rückeroberer eliminieren. Aha. Das rote Quecksilber sammeln. Aha. Ja, gut. Und zack. Wow. Wow. Nicht von schlechten Eltern. Mann. Ich will ja nur da runter, was ist, gucken, was das ist. Was ist das? Was? Kannst du nicht lesen, was da steht. Oh, fuck. Wir wollen keine eigenen starten. Ja gut, warum klingelt das Telefon? Okay, das war jetzt irgendwie lustig. Ich habe echt gedacht, ich verreckt. Weg hier. Oi. Von zwei Quecksilber habe ich schon. In der Kopf.
leck mich. Hi, Content Writing, sorry, Bros. Leben, tatsächlich. Ganz Großes. Ach du Scheiße. Multiplier up.
Eieiei. SMG, plasma shotgun. Zack. Ganz langsam hier. Word of warning, Captain. The generators are loud. Na toll. Sieg hier ein bisschen. Also wenn man alleine spielt, muss man echt ein bisschen aufpassen, was man denn eigentlich genau macht. Also man darf nicht zu schnell vorrushen, aber muss halt schon gucken. Alter! Ich hab halt auch so viele Geschütze bestehen. Die haben mir echt schon nachgerettet. Eieiei. Wir sollen diese Geschütze weg, ich fahre am Arsch. Reicht das jetzt? Oh, das ist ja ein Mitspieler. Das finde ich gut. Das ist okay. Bisschen Verantwortung abgeben hier. Ich sollte vielleicht nicht mal alles ausrüsten hier. Es ist mir jetzt erst aufgefallen, dass wenn ich die Sachen aufhebe, ich sie gleich von hier ausrüste. Was ist denn das? Wir werden mitten in der Mitte nachher gucken können. Gut ist das nicht.
Damn. So läuft das hier, Bro. So läuft das hier. This is my reveal. So, jetzt müssen wir nur noch die Panzertür öffnen. It's not working. Why isn't it working? Good questions, Major. Wait, let me think. Yes, that's it. Electrocores. There it is. That's definitely close enough to be interfering with that control. Well, that's one down. Just one more to go. The interference was probably accidental, merely due to the proximity of the electrocores. Captain, try the control panel. It's working, and a good thing too. It would have taken nothing short of a nuke to breach that door. Captain, multiple hostiles inbound. Vorbei. Wir haben es geschafft. Jo, fette Dilly. Stardust on approach, Vector. ETA? Pretty soon. Hang tight. Yes! Und wieder eine Mission erfolgreich beendet. This is mine. We now have access to the Pripyat research base. The place is probably overrun with Xenos, but their access to Red Mercury must be prevented at all costs. Ja. Also, was haben wir denn? Ja, lass mit dir. Weg damit, weg damit. Der Bell war endlich mal ein Gescheiter. Läuft hier. Minigun. So. So. Kann ich nicht verbessern? Oh, den kann ich verbessern. Würfel langsam den Plasmaschwert aufladen. Dann probieren wir doch mal. So, jetzt habe ich hier oben wieder was. Tarnzeitgeschwindigkeitsboost. Signal, die sollen uns zielen. Jeder Schaden, Kegelgröße. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Alien Nation. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.